Hey Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind auf dem Weg zum Bilzer Berg wieder mal. Das letzte Video ist tatsächlich schon auch ein Jahr her. Und wir fahren diesmal zum Drag Day von H&R. Ich muss nämlich auch hinterher kommen. Vor uns ist nämlich eine Kolonne. Daniel ist am Start. Engin. Ja, mit Mavgas. Achso, okay. Ja. Und Robo ist weg. Dann halt nicht. Robo ist auf jeden Fall da. Meine alten Reifen, die haben es auf jeden Fall hinter sich gehabt. Und passend dazu hat sich Continental bei mir gemeldet. Und die wollten mir einen Reifen geben, den ich testen soll. Dann kam der Philipp in Delski vorbei und hat die mir sogar persönlich vorbeigebracht. Konnte mir sogar ein paar coole Sachen dazu erzählen. Ich würde sagen, da springen wir jetzt auch hin und dann sehen wir uns gleich auf der Rennstrecke. Hallo, na, sieht's aus, hey. Ja, alles gut. Und bei dir? Ja, auch, läuft. Du hast Reifen mitbekommen? Genau. Frisch aus dem Werk haben wir was für dich. Und zwar brandneu Sportkontakt 7. Ja. Unser neuesten, besten Reifen, passend für dein Fahrzeug. Das ist jetzt komplett neu, der ist noch gar nicht auf dem Markt? Oder der ist jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen. Mhm. Ist, wie gesagt, die neueste Sportkontakt-Generation mit der ultra hohen Performance. Und wir sind halt sehr gespannt, wenn du den noch testest, was du halt sagen wirst. Und das ist was vom anderen Stern. Sehr, sehr geil. Also wir sind ihn ja x-mal gefahren, auch auf diversen Rennstrecken mit diversen Fahrzeugen. Und ich muss sagen, er funktioniert wirklich hervorragend. Und ich weiß nicht, wer jetzt hier noch mehr Performance braucht, gerade auf der Straße. Auf der Rennstrecke, wenn du jetzt vielleicht die letzte Sekunde rausfahren willst, ist vielleicht ein anderer Schnack. Aber eigentlich schon komplett überdimensioniert für die Straße entsprechend. Okay, krass. Wie lange braucht er, um richtig warm zu werden? Ja, hat eine gewisse Anlaufphase, ist aber gemessen, also wenn du jetzt zum richtigen Sportreifen oder zum Semi-Slick sozusagen den Vergleich nimmst, brauchst du deutlich weniger. Eigentlich bei operativen Temperaturen wird der schon relativ gut funktionieren. Klar, je mehr Temperatur du reinbringst, umso besser wird der halt auch entsprechend kleben. Ja, aber halt jetzt so bei den aktuellen Temperaturen müsstest du hier schon ein richtiges Grip-Potenzial haben. Okay, super. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, die Reifen jetzt dran zu montieren, weil man jetzt den Greifen komplett runter. Ich brauche auf jeden Fall jetzt neue Reifen und da sind die natürlich perfekt. Und ja, ich würde sagen, let's go. Alle Reifen sind montiert, bis auf den hier. Wir reden noch mal ein bisschen detaillierter über den Reifen, denn es gibt schon ein paar coole Aspekte, sage ich mal, die man auf jeden Fall erwähnen sollte. Wie zum Beispiel jetzt hier, dass quasi so einzelne Bereiche sind, die bewegbar sind. Aber ich denke, du kannst da noch so ein bisschen näher darauf eingehen. Also was wir quasi gemacht haben, Außenschulter, Innenschulter, eine Außenschulter, dass wir gesagt hatten, wir wollen das Profil so steif wie möglich machen. Mhm. Dazu haben wir, nennen es Makroblock, das heißt, wir sind hier vier Elemente, die entsprechend zusammen sind über Scharnierelemente, mit dem Block verknüpft sind und dieser Block, anders als die anderen beiden, stützt sich auch nochmal in die Rille mit ab. Das heißt, du hast ja hier eine Phase, gibst du hier von Kraft von außen entsprechend drauf, gehen die zu, so, blockieren das die Bewegung und entsprechend stützt sich das Ganze halt ab. Das heißt, wir wollen eine Flexibilisierung haben, sozusagen der Reifen kann arbeiten in eine Richtung, aber kann nicht in Umfangsrichtung arbeiten. Das heißt, wir wollen bestimmte Bewegungen zulassen, andere vermeiden. Der funktioniert halt bei niedrigeren Temperaturen und halt in der Nässe. So, und das sind halt Aspekte, die brauchst du natürlich auf der Straße, brauchst du nicht auf der Rennstrecke. Aber wir fahren ja hier 99,9% halt entsprechend auf der Straße. Mhm. Und da ist bei uns natürlich als Sicherheit immer im Fokus. Ne? Du sollst mit dem Produkt Spaß haben, ist ein super cooles Produkt, es funktioniert mega, aber halt soll es natürlich auch entsprechend sicher unterwegs sein. Vor allem, wenn wir ehrlich sind, viele unterschätzen das Thema Reifen einfach. Definitiv, weil ganz ehrlich, der Reifen, das ist einfach so wichtig. Das ist einfach die einzige Verbindung zwischen Straße und dem Auto. So, und die ganze Performance muss halt irgendwie dadurch auf die Straße gebracht werden. Ja. Da sollte man auch nicht sparen und da sollte man schon. Also, kann jemand sportlich fahren möchte? Genau. Auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall. Ja, auch das beste Fahrwerk bringt dir ja nichts, wenn du schlechten Reifen hast. Ja. Leute stecken unglaublich viel Geld in Aussehen, in Fahrwerk und alles. Ja. Aber das sind ja so optische Sachen, die du immer direkt siehst. So. Also, das ist halt so ein Reifen, den siehst du nicht direkt. Den spürst du als Fahrer und damit kannst du natürlich schlecht so rausgehen. Ne? Ja. Und optisch finde ich den auch gar nicht schlecht. Also hier so mit den Rennflaggen und alles. Also es sieht schon ernst aus. Ich bin mega hyped. Ich freue mich sehr, sehr auf den Reifen. Wie gesagt, sehr interessantes Thema. Vor allem, wir wollen mal kurz deinen alten Reifen sehen. Wollen wir den kurz sehen? Sollen wir den kurz zeigen? Sollen wir den kurz zeigen? Ja, okay. Den alten Reifen, wie lange Peter sich gequält hat. Ey, aber ich würde sagen, das zeigt doch, dass ich ein bisschen sportlich unterwegs bin. Oh, Junge. Also nicht viel, da wäre ein Slick geworden. Der hat es auf jeden Fall hinter sich. Der ist durch. Der hat es hinter sich. Die Zeiten sind auf jeden Fall vorbei von dem Reifen. Stark. So, Reifen sind drauf. Wir fahren das Ding mal raus und dann gucken wir uns mal die Reifen an, wie es jetzt alles stehend aussieht, so wie das Auto jetzt. Ja. Hier ist mir auch noch ein Pörnchen. Ich bin gleich immer. Da steht er.
ich muss sagen. Ein bisschen mehr im Futter wie deine alten Reifen? Sind auf jeden Fall ein bisschen balliger. Er sieht jetzt ein bisschen tiefer aus, oder? Also so optisch halt, weil der Reifen ist einfach, der füllt das Ganze jetzt mehr in den Radkasten. Ich würde sagen, die machen mal einen kleinen Mini-Porn, so wie er jetzt einfach hier steht. Mhm. Ich gebe dir jetzt die Kamera. Ich gebe dir die Kamera jetzt. Und ich mach das. Bis gleich. Yo, I persevered and learned a lot. Driving tribulations, daily lonely clips, they're taking shots. Most these niggas try to play me. It's kind of hectic on the daily, baby. People shady. It's like depression, my confession. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst, mir das Ganze erklären konntest. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Viel, viel Spaß mit dem Reifen. Wie gesagt, er ist für mich einfach so ein Herzensprodukt. Teste ihn, hab viel Spaß damit. Ja. Komm gerne mit Feedback auf mich zurück. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf der Rennstrecke. Bilzerberg, ne? Bilzerberg. Bis gleich. So, wir sind am Bilzerberg angekommen. Was lachst du so? Digga, es ist hell! Du hast gar nicht gesehen, was ich gemacht habe. So, guck. Ja, also sanft. Ja, ist besser. So ist besser. So, wir sind auf jeden Fall am Start. Momo ist auch da. Pfeff steht daneben, während an seinem Reifen der Luftdruck gemacht wird. Ist schon ein richtiger Rennfahrer. Da ist ein Mechaniker dabei. Hier, film mal, Robin. Guck mal hier. Ich hab mir das gerade gesagt, du musst das nicht machen. Nee, ich mach schon. Kannst du auch gleich bei mir machen? Ja. Okay. Ja, mach auch gleich bei dir. Ja, okay, danke. Wie viel willst du denn, Peter? Ich würde so 2-4 fahren. 2-4, 2-3? 2-4 klingt gut, ja. Mach jetzt. Okay. Wir bereiten uns gerade so ein bisschen vor. Wir haben auf jeden Fall die Reifen nachgezogen. Ja. Wir lassen jetzt ein bisschen Luftdruck raus, damit wir auch wirklich die maximale Performance auf der Rennstrecke haben. Maximale Performance. Ja, und für dich das erste Mal auf der Rennstrecke? Ja, für mich das erste Mal Rennstrecke. Du bist noch nie Rennstrecke gefahren? Ja, doch, aber nass. Also, Ostzentrum Leipzig mit dem GT3 okay. Touring. Wir haben auf jeden Fall Glück. Das Wetter ist bis jetzt noch echt gut. Ja. Also ich glaube auch, gehört, dass wir so bleiben. Ja, bin sehr gespannt. Und vor allem, wie auch deine Kiste fährt. Boah, bin ich auch gespannt. Wir haben zwei Gruppen, Gruppe 1, Gruppe 2 und jeweils 40 Autos auf einer Strecke. Ja, das ist schon sehr viel. Da musst du ein bisschen aufpassen. Okay, wir machen es noch ein bisschen ready und machen dann gleich die Einführungsrunde. Piu, 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 piu. Ja, machen wir. Engin auch am Start mit seiner Karre? Ja, sicher. Bist du stolz? Ja, es war ja viel Arbeit, ne? Viel Zeit, viel Nerven. Ja, das sind so die Hauptsachen. Ja, wie lange hast du jetzt hier dran rumgeschraubt? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Aber davon aktiv 11 Monate nicht. Ah, okay. Also eigentlich nur ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Das ist echtes Forged Carbon? Das ist echtes Forged Carbon in Vinylform. Ah, okay. So nennen wir das. So nennt man das. Es ist eine Steinschlagschutzfolie mit der Optik. Ah, sehr stark. Kommt noch ein Video dazu bei uns auf Kanal. Ja, aber es könnte echt sein. Also, es kommt im Echten schon sein, muss ich echt sagen. Ich will das jetzt nicht bewerben, ich bin jetzt hier nicht hier, um erzählt zu. Ja, kommt, lasst die Folie machen, meldet euch bei uns. Nein, ist auf jeden Fall eine coole Option. Also, ich habe jetzt gepiept, so, ja. Finde ich gut. Ja, okay. Aber du kannst hier unten ein. Hey, wie war die erste Runde? Das ist krass. Man muss so ein Mittelding finden von der Leistung und das ganze Auto, wie es bewegt, weißt du? Einmal habe ich halt durchgelatscht, wo der gesagt hat, hier kann ich ruhig Vollgas rausfahren. Ja. Ne? Aber ich war einfach viel zu schnell. Du warst schnell? Boah, nein. Aber alles gut. Alles gut. Macht Bock, die Strecke zu fahren? Macht Bock. Also Strecke ist krass. Wie hat er sich angestellt? Gut. So 2-3 Stellen habe ich ihm die Linie noch mal ein bisschen gezeigt, aber die musst du auch jemandem zeigen, weil Bilzerberg fährst du intuitiv erstmal anders. Du musst die Tricks so ein bisschen kennen, so, ne? Aber wenn, also mega, fährt sehr gut. Geil. Ja. Aber ich muss gleich, ich darf schon tanken. Was? Ja, bin schon leer. Warst du voll vorher? Nee, ich hatte unter Hälfte. Aber ich habe jetzt schon Reserves angegangen. Also viel machst du da nicht mehr. Bei mir ist voll, dann tank noch. Nee, ich habe schon, ich darf tanken gehen. Fahren wir gleich mit meiner Kiste? Wir fahren jetzt mit deiner Kiste. Du wirst nämlich den Reifen gleich testen, ne? Geil. Ach, du bist noch gar nicht gefahren, ne? Ich bin noch gar nicht gefahren. Digga, ist das warm hier drin? Es ist richtig warm. Wir machen mal ganz kurz Klima. Bisschen anders. Wir uns akklimatisieren. Akklimatisieren. Eingefahren ist der Reifen, hast du gesagt? Der ist auf jeden Fall eingefahren. Also, bist du sicher? Ich bin mir zu 99% sicher. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, was der Reifen macht. Ich bin jetzt gespannt, Digga! Erstens bin ich gespannt, wieso wie du fährst. Aber ich werde wahrscheinlich schon eh merken, ja, der Reifen, wann gut ist und wann nicht. Okay. Da ist noch viel Luft nach oben. Oh. Wenn du gleich bei mir fahren, wirst du sehen, dass es
Oh, sehr, sehr großer Unterschied. Echt? Ja, ja. Okay, krank. Mein Reifen kann nicht so viel. Ah, hey, also. Sieht er sicher an, oder? Ja, voll. Also, den Reifen juckt gar nicht. Nö. Er quietscht ja auch noch gar nicht. Nein, also du bist doch gar nicht am Limit so. Nö. Ja, jetzt einlenken. Stark. Komm, rein. Ja. Ja, geil. Und jetzt raus. Oh, ja, Junge, das ist pervers. Boah, der Reifen ist gut. Der ist echt gut. Ja, Mann. Also bei mir habe ich viel mehr Schwierigkeiten, ne? Hey, Digga. Also, macht Bock. Macht echt Bock. Also sehr viel Selbstbewusstsein gibt. Voll, der Reifen. Ja, bleib hin. Ja, jetzt hör dir, Junge, rein. Jetzt zieh rechts. Zu schnell? Oh ja, zu schnell. Boah, der Reifen macht mit. Der Reifen macht mit. Also so. Oh, nee, ey. Haben wir ein bisschen eine Extremsituation mal getestet. Extremsituation, Reifen macht mit. Er macht mit. Oh, seine Bremse ist schon heiß, Mann. Und rein und jetzt mal schnell. Und dann geht. Geht. Rechts. Enger. Ja. Wieder links, enger. Ja. Boah. Okay, der Bremse wurde gesehen. Oh, der weiß es schon. Let's go. Also, Reifenprobe fährt unnormal gut. Wirklich. Ich habe ja davor den Pesillo gehabt. Ich muss sagen, der hält länger durch einfach. Also der hat so keine richtige Stresssituation. Ja, der ist die ganze Zeit so im gleichen Stresslevel. So. Also gefühlt. Ich bin jetzt kein Reifenprofi oder ja, so. Ich ja auch nicht. Das ist ja einfach unser Eindruck zu dem Reifen. Ich meine, Eindruck zum Reifen? Digga, wo willst du das auf der Straße fahren? Das kannst du nicht ausreizen auf der Straße. Auf der Straße? Nee, es ist super Reifen. Ja. Also kann man echt nichts zu sagen. So, mein Lieber, ich freue mich. Ich bin jetzt auch gespannt, Digga. Das wird sich jetzt wahrscheinlich hart aus den Socken kicken. Was hast du für einen Reifen hier drauf? Michelin PS5, also Pilot Sport 5. Okay. Immer am Blubbern hier. Gar kein Struggle. Mm. Nee, aber du merkst einen Unterschied zu deinem Reifen auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall, also für dein Auto, ich weiß nicht, ob es jetzt am Auto liegt, dass du einfach mehr Leistung hast, dass die quasi nicht so beim Handling ist das ein bisschen schwammiger, so weiß nicht, wie ich beschreiben soll. Keine Lachanfälle jetzt. Mensch! Ist trotzdem 10 Ende oder 11? 10 ist Ende. Wir haben nur fürs Video ihn gewinnen lassen. Achso. Fairplay war gut. Jungs, 1 Kilo Baklava. Was sagst du zu deiner Niederlage, Peter? Beschämend. Hast du alles gegeben? Ich bin halt echt nicht gut darin, muss ich halt auch zugeben. Ich habe das einmal in meinem Leben gespielt oder so. Mobos Ehrgeiz war schon groß. Der war schon wirklich groß so, und der hat mich echt unter Druck gesetzt. Das war auch echt knapp, Alter. Das ging nur ein Punkt Unterschied. Also von daher, dreimal habe ich dagegen gedotzt, wo der reinging, so wieder rausgesprungen ist. Von der Abwehr, das war schon... Ja, war heftig. Das Glück war nicht auf unserer Seite. Ehrenvoll verloren. 3 Euro der Liter. Du bist dumm. Was für dumm, Alter! Digga, immer einen vollen Tag auf der Scheiße gefahren. Ich wollte tanken, aber das ist Regelnummer. Ja, ich weiß, aber ich wusste nicht, wo die Aral war. Wir sind einfach weitergefahren. Ich hab gar keine Ahnung gehabt. Du bist so dumm, ey.
ich schon längst mit Ausbrechen gerechnet. Krasse Scheiße. Also ich habe jetzt auch mehr, viel mehr Wert Selbstbewusstsein bekommen. Ja, klar, weil der Reifen gibt dir halt voll Sicherheit. Weil ich gecheckt habe, dass der Reifen einfach das alles mitmacht. Mann, ich bin immer nervös, wenn du neben mir sitzt, weil du bist sowieso mein Mentor, weißt du? Und ich will dir halt jetzt zeigen, dass es schon besser geworden ist. Ich war ja heute auch den ganzen Tag mit meinem Mentor hier. Ah, krass. Das ist immer komisch so, weißt du? Weil ich vorhin alles, also nicht alles erklärt krieg habe, aber wir gehen ja schon sehr ins Detail, sehr viel mit Reinbremsen arbeiten und so. Aber ich bin echt platt heute, das war echt anstrengend, aber ich habe echt viel gelernt heute. Oh, da bleibt doch stehen, der Peter! Was macht die Bremse? Sehr gut. Gibt gar nicht nach. Ich merke schon, dass du flüssiger fährst, nicht so gehackt. Und die Strecke besser ausnutzt. Ja. Einmal kurz nochmal antippst und dann lenken, dann nimmst du ein bisschen Geschwindigkeit raus und dann kannst du das Auto besser positionieren und kommst besser raus, weil gerade auf die geraden Stücke musst du im Speed einfach mitnehmen. Ja. Ne? Aber gut. Ist besser geworden. Ja, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ich danke dir, weil das sind echt deine Tipps gewesen, wirklich. Sehr gerne. Macht ultra Bock und der Reifen arbeitet auch echt gut. Also ich habe jetzt schon echt überstrapaziert. Ein bisschen. Also es reicht auch schon langsam für den Reifen. Für den Straßenreifen ist ja auch kein Sebi-Sleep. Ja, das ist echt gut. Macht er wirklich gut. Na, wie war der Tag für dich? War gut. War ganz angenehm. Ja. Die Runde war gut. Hast du so gemacht? Du hast mehr gechillt, oder? Ich habe mehr gechillt und geguckt und ein bisschen hier und da mal ein paar Bekanntschaften gepflegt. Der Vibe war ganz geil, Wetter war gut. Und ich habe nicht ganz so gechillt, wie man sehen kann. So, wenn man mal ein bisschen nach genau hinguckt, so der Reifen. Der war neu, jetzt nicht mehr. Nee. Aber der Reifen ist krass. Also ich denke mal, ihr habt es auch in Reaktionen gesehen, wie die Leute so überrascht reagiert haben, dass der Reifen einfach gewisse Stellen so gut mitgemacht hat und einfach so safe war in den Kurven. Hätte ich auch immer gerne mitgenommen. Ja, wäre auch eigentlich hatten wir auch voll die Möglichkeiten, ne, die ganze warum? Zeit. Warum? Hast gar nicht dran frag mich doch einmal. Ja, weißt, das aber ist doch, ich bin da nicht so. Bei Daniel wäre ich auch gerne einmal mitgefahren, aber irgendwie sind wir nicht mitgefahren. Nein, auch nicht. Bei ihm wollte ich mitfahren, weil ich weiß, dass seine Karre auch ganz gut geht. Ja, die geht echt gut. Ich bin nur bei Harun mitgefahren. Der ist aber egal. Der ist gut gefahren, muss ich echt sagen. Ja, und wenn ich nicht so kaputt wäre nach diesen paar Runden, die wir gefahren sind, weil ich war komplett durchgeschwitzt. Ja. Und das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, so, jetzt erstmal nicht fahren. Das war auch vielen, vielen Dank an H&R. An Salo und Philipp Kess, es war ein Mega-Event, alles top, hat alles funktioniert, Essen war lecker. Ja, was soll man noch sagen, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, auch so eine Strecke fahren zu können und für das ganze Event. Ich verabschiede mich jetzt, danke, dass du auch an der Kamera warst. Ja, gerne. Das nächste Video wird, ja genau, stimmt, das nächste Video wird nämlich endlich mein Bike-Review sein, weil ich musste jetzt diese ganzen Rennstrecken-Videos ein bisschen vorziehen. Ich denke, nächste Woche sollte dann endlich das Bike-Review sein. Ihr werdet schon bestimmt in den Kommentaren oft gefragt haben. Ich musste es halt nur noch schneiden. Und seid mir da bitte nicht böse. Das nächste Video kommt dann mit meinem Bike. Und ich verabschiede mich. Wir feiern jetzt in Köln. Wir gehen jetzt eine Aftershow-Party von der Gamescom. Ich freue mich. Ja, Mann. Ich wünsche euch alles Gute. Diese Verabschiedung ist viel zu lange. Also schon. Macht's einfach gut. Ciao.